Hi Leute, herzlich willkommen hier beim Schachpanda. Schön, dass ihr hier seid. Wenn ihr besser Schach spielen wollt, seid ihr hier genau richtig. Und heute möchte ich euch mal eine ziemlich spannende Stellung zeigen, die Computer nicht lösen könnt, aber ich wette, ihr könnt sie lösen. Viel Spaß damit! Zunächst einmal, was hat es mit dieser Stellung hier auf sich? Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video anhalten und mal versuchen herauszufinden, wie die Bewertung dieser Stellung sein sollte. Weiß am Zug. Und warum präsentiere ich euch diese Stellung? Nun, diese Stellung hat Sir Roger Penrose erfunden. Und das Spannende ist, das ist eigentlich gar kein Schachspieler, sondern ein Physiker. Und dieser Sir Roger Penrose hat jetzt aktuell den Nobelpreis erhalten für Physik. Für mich sehr spannend, weil ich selbst Physik studiert habe. Und letzten Endes geht es um eine Theorie zu den schwarzen Löchern. Liegt lange zurück seine Arbeit. Mittlerweile ist er 89, aber jetzt aktuell eben den Nobelpreis erhalten. Warum erzähle ich euch das hier? Und was hat das mit dieser Stellung zu tun? Dieser Sir Roger Penrose hat auch ein Institut gegründet, wo er die Intelligenz von Menschen untersuchen will, insbesondere im Vergleich zur künstlichen Intelligenz. Wie unterscheidet sich menschliche und künstliche Intelligenz? Und diese Stellung hat er für sein Institut entwickelt. Und zwar habe ich euch ja gefragt, wie diese Stellung zu bewerten ist. Und gleichzeitig seht ihr hier vielleicht diese Leiste laufen. Ich habe nämlich Stockfish 12, ja, Stockfish 12, das aktuell wahrscheinlich stärkste Programm der Welt mitlaufen lassen. Und der sagt hier, Schwarz gewinnt. Und das sagt jedes Computerprogramm der Welt momentan. Könnt ihr ja mal euch testen. Und wenn ihr euch aber mal die Stellung anschaut, Schwarz kann gar keine Figur bewegen. Schwarz hat hier nur die drei Läufer, die er bewegen kann. Und zwar den, den und den. Und wenn Weiß einfach gar nichts macht und einfach nur mit seinem König hier irgendwo in der Gegend rumrennt, dann passiert hier natürlich nichts. Schwarz kann seine ganzen Figuren, die er mehr hat, alle nicht ziehen. Und das heißt, es wird wahrscheinlich nach 50 Zügen Remis werden. Ein Computer erkennt das nicht. Ein Computer sieht hier schwarzen Vorteil. Und das ist einfach eine spannende Geschichte. Und der Sir Roger Penrose will in seinem Institut einfach herausfinden, wie Menschen anders denken, wie die menschliche Intelligenz anders funktioniert als die künstliche Intelligenz. Wie dieser Geistesblitz entsteht, wenn sich ein Mensch diese Stellung anguckt und dann auf einmal dieser Moment da ist, ah, Moment, Schwarz kann gar nicht ziehen. Das ist ja Remis. Und diese Art von Geistesblitz, das ist etwas, was ein Computer eben nicht hat. Und das finde ich ein sehr spannendes Forschungsthema. Und ja, ist doch schön zu sehen, eine Stellung, in der man dem Computer noch überlegen ist. Übrigens, diese Penrose-Familie hat trotzdem was mit Schach am Hut. Nämlich der Bruder von dem Roger Penrose, Jonathan Penrose, der ist sehr, sehr starker Schachspieler und zwar Großmeister. Und der hat sogar mal Michael Thal geschlagen, als der noch Weltmeister war. Also sehr spannende Story. Ein amtierender Physik-Nobelpreisträger hat hier diese Stellung komponiert. Also fand ich einfach toll und deswegen wollte ich zu Ehren dieses Nobelpreises diese Stellung euch mal präsentieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich würde gern mal von euch hören, was ihr zu dieser Stellung denkt. Ob ihr andere Stellungen kennt, die Computer nicht lösen könnt. Da gibt es ja immer mal wieder Tests. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen freuen und freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.